Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Elektronik Adventskalender 2016 und dort machen wir jetzt Tür 12 auf, Zähler von 0 bis 3. Da sitzt drin ein Widerstand. Hinter dem 12. Türchen findet sich ein Widerstand mit 10 Kiloohm, braun, schwarz, orange, der seinen Einsatz im Oszillator findet. Die Frequenz wird zwar wieder auf 50 Hertz erhöht, aber diesmal liegt eine LED am Ausgang Q5, der das Taktsignal durch 32 teilt. An den beiden LEDs sieht man daher ein schnelles und ein langsameres Blinken. Beide Signale zusammen kann man als 2-Bit-Binärzahl lesen. Bauen wir erstmal. Erst, das hat sich jetzt hier bewährt, die Schaltung mal auszuschalten. So, der 22 Megaohm gehört raus. Und da kommt rein 100 Kiloohm. Der sitzt bisher da. Da muss rein ein 10 Kiloohm, den haben wir neu gekriegt. Die Brücke bleibt. Da haben wir ein 10 Kiloohm. Der geht da raus. Der 10 Kiloohm kommt hier auch raus. Dafür gehen diese beiden Brücken retour. Ja doch, der kann so bleiben. So, dann brauchen wir wieder Brücken. Hier sieht man wieder, diese Brücken sind nicht für diese Platinen gemacht. Was mich aber nicht daran hindert, sie trotzdem zu benutzen. So, die erste Brücke hätten wir drin. Passt das denn? Das passt, das passt, das passt. So, dann können wir eigentlich die Schaltung in Betrieb nehmen. So. Und was ging jetzt? Es gab hier noch eine Alternativmethode. Wer den Zähler langsamer sehen möchte, kann den 22 Megawiederohm Widerstand in die Schaltung einbauen. Ja, können wir ja mal machen. Das machen wir jetzt am offenen Herzen. Null. Gut, jetzt braucht man ein bisschen Geduld. Aber ich bin im Hintergrund, wenn es interessiert, gerade mit Tag 8 am Rendern, also von daher. Da müsste man jetzt mal in die Bastelkiste greifen. Da, jetzt haben wir den Zustand 1, 0 und 1, also 1, im Moment Q4. Q4, ja, passt. So, dann müsste jetzt gleich die angehen und die ausgehen. Ich hoffe mal.
Jetzt haben wir Q5 an und Q4 ist aus. Und als nächstes kommt dann jetzt irgendwann der Punkt, wo beide an sind, bis es dann von vorne wieder losgeht. Da. Damit sind wir durch bis Tag 12. Und dann kommt aber als nächstes im Wesentlichen Tag 13. 3-Bit-Zähler bis 7. In diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss. Bis dann.